damit willkommen zu TÜV Auto Simulator. Das wollte ich schon sagen, TÜV Auto. Ja, sowas ähnliches ist das hier auch. Also nicht Grand Theft mäßig, aber wir brechen in irgendwelche Häuser ein und holen uns denen ihre Sachen. Das Spiel wurde endlich heute mal released. Hard Mode, nein, machen wir nicht. So, okay. Jetzt schauen wir erstmal die Option. Lalalalalala. Blüte. Das heißt bestimmt Blut. Sound. Musik. Okay, Musik drehen wir mal ein bisschen runter. Stimme kann man eigentlich voll hochdrehen, oder? Okay. Grafiken haben wir schon, lalala. Oh, Fahrzeuge. Ja, Fahrzeuge gibt es ja auch. Naja, gut, das lassen wir erstmal Standard, würde ich sagen. Und dann gehen wir direkt mal ins Spiel. Lade. Grafik sieht so schon mal nicht schlecht aus. Bevor wir da jetzt noch antworten. Es könnte sein, dass es etwas ruckelt, weil ich muss noch nebenbei gleichzeitig alles nochmal. Oh, die Kamera ist aber. Ein bisschen schnell. Könnte man vielleicht noch ein bisschen langsamer machen. Oh cool, Skills. Item Skills. Aha. Wo war das jetzt? Maussensibilität, Automaussensibilität. Ein bisschen auf jeden Fall runter, dann machen wir es hier auch ein bisschen noch. Okay. Ja, hat es vollgebracht. Okay, das ist schon angenehmer. Ja, falls es ein bisschen ruckelt, kann sein. Weiß ich nicht. Werden wir dann sehen. Och, links haben wir so à la Splinter Cell. Unsere Geräusche, die wir von uns geben und ob wir überhaupt gesehen werden könnten. Und dann noch ganz links die Uhrzeit. Dann haben wir ein kleines Navi. Sehr schön. Okay, wir gehen erstmal ran. It's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Die Brechstange, wir haben viel zu tun. Denkst du, was ich machen wollte? Ich konnte mich nicht bewegen. Achso, wir können uns wieder nicht bewegen. Ich wollte gerade mal die Tasten durchgucken. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Mhm. Hä? Ist doch Inventar. Das sollte ich wahrscheinlich rein. Okay, dann machen wir die Hand ist da oben. Alles klar. T ist dann Quickshot. Kann ich das nicht lieber auf. Was haben wir? Ach, Tab. Alles klar. Alles klar, I ist Menü. Benutzen, markieren. Mhm. Und Shift rein. Alles klar, also wie COD-Steuerung.
cool, geht auch mit Mausrad. Bricht die Latten ab. Wenn das mal keiner gehört hat jetzt. Kann ich mich auch so wie bei Assassin's Creed im Busch verstecken? Da ist einer. Ja, genau. Das hört der Typ doch da hinten. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Super. Warum soll ich das Scheißding dann mitnehmen? Tutorial schleichen. Okay, das haben wir ja schon. Das kann man zwar nochmal. Also T ist Tutorial. Geschlossen. Schlosser öffnen, Level 4, interagieren. Zerschlagen. Okay, was haben wir noch für Optionen? Keine. Ja, wir müssen hier rein anscheinend. Okay. Good job. Time to redistribute a little wealth. Aber Taschenlampe sollten wir doch aus haben, ne? Drüben kommt einer. Was? Spott vor Bergen. Cool, wir können uns da noch verstecken. Alles klar. Teller und so Müll lohnt sich nicht, ne? Ah, Geld. Was da? Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Suchen wir noch ein bisschen. So. Hat keiner gesehen, ne? Schickes Auto. Sieht aus wie ein Ford. So, so ein bisschen. Okay. Fahr zum Zielort. Die Frage ist, wo ist der Zielort?
beim Schleichen vermeidest unnötigen Lärm, wenngleich du dabei langsamer bist, drück jetzt hier, um zu kriechen. Ja, okay, das ist wieder schön. Ach, da hinten ist der. Okay. Siehst du das gelbe Ding da? Gibt's auch externe? Oh ja. Alter, hast du deinen Rückwärtsgang drin? Rang A. So, was sind wir denn hier jetzt? Schön eingeparkt. Was? Langsam zu machen. Okay, dann ist das ganz leise, wenn man langsam zu macht. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Okay. So. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Prüfe den Computer. Benötigt Hacking-Werkzeuge und Elektronik Level 1. Okay. Beachtungsgabe, was haben wir hier? Noch nichts, kann man wahrscheinlich alles ausbauen. Lager. Okay. Tools for Thieves lets you buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Steal Your Forums. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Greenview, scheinbar. Okay, Sicherheitstipps fürs Haus. Kann man kaufen. Mögliches Diebesgut, das kaufen wir eigentlich mal alles. Right. Now, go to your car. Wir können bestimmt noch Sachen reinlegen dann in, ins Auto. Nehme ich mal an. Rent-Attack. Okay. Was haben wir hier noch? Lockpick. Kletterhandschuhe, cool. Automatischer Lockpick. Ist das? Ach, Safeknacker, cool. Ein Glasmesser, also Glasschneider, dann brauchen wir es nicht mehr zerschlagen. Gängwerkzeuge, eine Festplatte und einen USB-Stick anscheinend. P
Pickpistole. Mikrokameras, okay, zum Ausspionieren. Nachtsicht ist natürlich gut. Buchschlüssel. Laptop. Coole Sache, dann kannst du hier mit dem Funkschlüssel kannst du wahrscheinlich dann Sachen auslesen und dann irgendwelche Autos klauen bestimmt. Okay. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. So. Wo müssen wir denn? 109, ne? Von da unten. Nur, dass der keiner da ist. Okay. Fast voll. Aber wir schauen trotzdem nochmal hier rein. Nicht.
Ja, wir haben jetzt nochmal eine Glatze. So, hier kommen wir bestimmt wieder hin, ne? Ja. Auf zum Pfandhaus. Oh, Level Up. Schön. Welcome back. Na, der Fernseher, Topf, lalalala. Von hier weg. Für den Fernseher anscheinend nicht. I see you got my screen. Go to Black Bay. Nun gut. Go to Black Bay. Black Bay, was ist Black Bay? Zu Hause? I set up a page on there for the TV. Go there. Yeah, good work. Okay. Now here you can find a little extra work. I put... Okay. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Alles klar. Wir haben also noch andere Aufträge, also Sachen beschaffen, sage ich jetzt mal.
So. 110 müssen wir. I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. I'm sure you've got enough skill by now. Oh. Zu machen. Ja, die kommen jetzt genau hierher. So. Kommen wir hier auch raus? Ja, ne? Ja. Ist klar, wieder zu Hause. Dann kann man nämlich die Dekanantler noch verkaufen und mal ein bisschen was aufskillen. Tränenfähre, Goldener Kelch. Die Türen haben ein altes Schloss, das man einfach aufkriegt, okay. Sogar noch den Schlüssel von 109. Cool. Stilz. Schlösser knacken. Ach da, Skillpunkte verbleiben 0. Das habe ich gerade gesucht.
Great. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on Tools for Thieves. Okay. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Okay. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Okay. Dann stellen wir die Uhr auf 6. Das müsste reichen, die wir dann da sind. Lalala. Halt. Da. Da hinten. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Ja, wie kommen wir denn da hin?
Okay, wir können uns auch lehnen. Wir haben keinen Lockpicks mehr. Das ist natürlich jetzt schlecht. Dann müssen wir nochmal nach Hause neu holen. Gekauft. Ja. Fernseher? Ach da. Menü.
mag denn dieser schicke Schlitten? Oh, der ist noch auf der Durchreise. Okay. Das Radio haben wir jetzt hier auch. Box mit fragwürdigem Inhalt. Okay. The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Okay. Ja, reicht, wenn wir so viel mitnehmen. Ja, würde ich sagen, für die erste Folge reicht es erstmal. Mal sehen, vielleicht haben wir da mal noch eine raus. Oder zwei, oder drei. So. Ciao, ciao.